dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Giddy mit dem Flow. Oh ja, Fraps ist hier und heute mit einem neuen coolen Unlimited Money Glitch mit Bypass, Leute. Das heißt, hier können wir das Sultan RS für über 800.000 Dollar verkaufen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit dem Glitch. Ihr braucht eine Garage, wo euer Fahrzeug drin steht, was ihr gerne duplizieren möchtet. So, das ist bei mir die Garage A. So, das ist die Unit 2 Garage. Ich zeige euch das Ganze hier einmal. Die Unit 2 Garage, von da kommt mein Auto, was ich gerne duplizieren möchte, aus einer vollen Garage. Dann habe ich hier noch eine volle Garage, die vollgepackt mit Rebels sind oder mit irgendwelchen Autos, die ihr euch gekauft habt. Wenn ihr das bereits versichert habt, dann fahrt ihr zu der Garage, wo die 10 Fahrzeuge drin sind. Wenn ihr das dann gemacht habt, besorgt ihr euch irgendein Straßenfahrzeug, wo ihr für diesen Glitch benötigt. So, jetzt ist es so, Leute, jetzt braucht ihr noch irgendeinen netten Kollegen, in meinem Fall war es der World's Finest Gamer, Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Braucht ihr noch Hilfe von einem Kollegen. Und zwar ist es jetzt so, euer Kollege müsste jetzt theoretisch in einen Job gehen. Aber dazu kommen wir gleich. Außerdem braucht ihr noch einen Cargo Bob, euer persönliches Fahrzeug aus einer anderen Garage und ein Straßenfahrzeug. So, jetzt ist es so, Leute, ihr steigt jetzt in ein Fahrzeug, in das Fahrzeug, in was ihr duplizieren möchtet und sprengt euch in die Luft mit dem Fahrzeug, damit ihr keine Sterne bekommt. So, wenn ihr dann gespawnt seid, Leute, kommt ihr hier hoch. Jetzt ist es so, euer Kollege geht jetzt in einen Job hinein. Wenn er denn in einem Job drin ist, Leute, geht ihr hin und steigt in das Straßenfahrzeug ein. So, das Wichtige dabei ist, dass euer Kollege irgendeinen Rockstar erstellten Job erstellt. Am besten wäre natürlich eine Mission wie coole Meth-Höhle oder Job für einen Titan. So, wenn euer Kollege dann in einem Job ist, nehmt ihr euch das Straßenfahrzeug und fahrt vor, bis der Garage voll steht. Nun geht ihr in die Party rein, wo ihr gerade mit eurem Kollegen seid und joint ihm nach. Sobald ihr nachgejoint seid, spammt ihr die ganze Zeit R2, dass ihr wieder die Garage-Vollmeldung bekommt. Wenn die Garage-Vollmeldung gerade da ist, zählt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und circa bei 10 bis 15 Leute spammt ihr X durch. Dann werdet ihr in den Himmel geworfen, bekommt noch eine Fehlermeldung, insgesamt 3 Stück und spawnt wieder in den Online-Modus. So, jetzt ist es so, unser Fahrzeug ist nirgends. Ihr ruft jetzt Moss Mutual an und repariert wieder das Fahrzeug, was ihr duplizieren wolltet, und zwar den Sultan RS in meinem Fall. Wenn ihr den dann angefordert habt, könnt ihr sehen, dass er bei hier Moss Mutual schimmelt. Ihr dürft nicht den Bereich verlassen, wo ihr gerade rumsteht. Am besten startet ihr eine Mission von Rockstar erstellt, startet diese, geht einmal ganz kurz rein und verlasst sie dann wieder, weil das bewirkt das, und zwar ihr bleibt auf dem Fleck und euer Fahrzeug spawnt in eurer Nähe. So, wenn ihr das Fahrzeug habt, fahrt ihr auf die Garage zu und euer Kollege sollte halt wissen, wo ihr circa in die Garage zugefahren seid. Wenn ihr auf die Garage zufährt, bestätigt sich die Meldung automatisch, Leute, und ihr seid in der Garage. Jetzt dürft ihr nicht, wirklich nicht, das Fahrzeug ersetzen. Ihr geht auf eure Karte wieder und checkt ab, was euer Kollege macht. Und zwar ist es jetzt so, er muss jetzt mit dem Insurgent am besten oder mit einem Kuruma das Fahrzeug, was unsichtbar draußen steht, wegrammen. So, er rammt das dann so weit weg, Leute, bis er mit einem Cargo Bob hingehen kann und das hochheben kann. So, er ist gerade dabei, das dann gleich mit einem Cargo Bob hochzuheben. Und das Ding ist, Leute, ihr müsst halt eurem Kollegen immer sagen, ey, du musst hier lang fahren, du musst da lang fahren. Und es ist so, ihr solltet halt euch auch schon davor einen Cargo Bob besorgt haben, dass ihr einfach ganz easy einsteigen könnt und den Glitch dann einfach ganz schnell zickzack fortsetzen könnt. So, jetzt hat er das weit genug weggeschoben, er checkt nochmal ab, wo diese Location ist, und jetzt wird er in den Cargo Bob einsteigen, wird dann dahin fliegen, wird es dann aufheben, Leute, und dann seht ihr, wenn er am Cargo Bob ist, dann bewegt sich das Fahrzeug so komisch mit, das merkt man auf jeden Fall. Jetzt ist es dran, Leute, es bewegt sich so komisch hin und her die ganze Zeit. Jetzt könnt ihr raus aus der Karte gehen und das Fahrzeug ersetzen, aber nur erst dann, wenn euer Kollege das am Cargo Bob hat. Jetzt ist es so, Leute, wir laufen aus unserer Garage raus, weil wir haben ja jetzt schon einen Sultan RS in unserer Garage stehen.
Sobald wir jetzt nämlich rauslaufen, Leute, können wir noch einen Sultan eressen. Und zwar befindet sich der an einem Cargo-Bob. Am besten macht ihr das so, ihr sagt eurem Kumpel, yo, Digga, flieg mal ein bisschen höher. Und zwar, wenn es jetzt auf dem Boden liegen würde, könntet ihr euch nicht wie jetzt rein teleportieren. Das heißt, er sollte am besten ein bisschen hochfliegen und ihr teleportiert euch rein. Wenn ihr euch dann rein teleportiert habt, sagt ihr, yo, schmeiß runter. Dann fahrt ihr wieder in dieselbe Garage, wo ihr den Sultan bereits ersetzt habt, ersetzt ein anderes Fahrzeug und fahrt wieder mit dem Originalfahrzeug nach draußen. Jetzt ist es so, Leute, ihr müsst jetzt wieder zurück zu der Garage fahren, wo das Fahrzeug ursprünglich herauskam. Dann ersetzt ihr den Rebel, der da ist, und zwar von der anderen Garage, und macht den Glitch die ganze Zeit wieder und wieder und wieder. So, Leute, im Grunde war es das eigentlich auch schon von mir mit diesem Glitch. Könnt ihr in, ja, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde könntet ihr so locker 8 bis 10 Millionen Dollar machen. Und ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der Glitch hier gefallen hat, lasst mir doch auf jeden Fall ein Frappo-Like da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, auf jeden Fall ein Abo. Außerdem, Leute, ich verkaufe GTA 5 und Lock Gold. Schreibt mich auf jeden Fall auf Kick an. Kick ist eine App wie WhatsApp. Da könnt ihr mich anschreiben und könnt nach Unlock Olds fragen. Die Bearbeitungszeit allerdings beträgt 1 bis 2 Tage, da sehr viele Anfragen da sind, aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein, weil ich denke mal, ich könnte da jeden so einen kleinen Wunsch erfüllen. Ja gut, ich werde dann raus, Leute, haut rein, get in mit the flow, euer Fraps, ciao.